Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Wer die erste Pokémon-Generation gespielt hat, den hat es früher oder später auf die MSN verschlagen. Das ist ein Riesendampfer, der in der Region Kanto nur einmal im Jahr anlegt. Aber mit diesem Schiff gibt es ein riesiges Logikproblem. Da es immer am Hafen von Orania City anlegt, ist es quasi mitten in Kanto und von Land umgeben. Wenn das Schiff nun wegfährt, hätte es keine Möglichkeit, das Meer zu erreichen. Was diese Problematik lösen kann, ist dieses Artwork von den allerersten Spielen Pokémon Rot und Blau. Dort ist nämlich der Radweg eine Art Brücke, die gegebenenfalls eine Zugbrücke darstellt, womit die MSN die Möglichkeit hätte, darunter zu fahren, um das Meer zu erreichen. Und auch im Anime mit Ash und Pikachu ist der Radweg eine lange Brücke, was dies ermöglichen könnte. Dummerweise macht das Artwork von den neuesten Remakes Let's Go Pikachu und Evoli das wieder zunichte, und die MSN ist wieder von der Region bis auf alle Ewigkeit eingesperrt. Und die Artworks von Feuerrot, Blattgrün und Hardgold Soul Silver machen es nur bedingt besser. Dort ist der Radweg zwar eine Brücke, die Wasserroute darunter ist aber so felsig, dass man Schiffbruch erleiden würde. Vielleicht muss sich die MSN doch Flügel wachsen lassen.